Hallo Ladies, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute ein paar Masken vorstellen, von denen ich nicht so begeistert war. Und zwar von der Firma Isana. Und Masken, von denen ich begeistert bin oder war. Beginne ich erstmal mit der von Garnier. Die kennt ihr, ist nichts Neues. Es ist diese Feuchtigkeits-Hyaluron-Shot, die man zusammenmixt. Die hatte ich schon mal vorgestellt mit Vitamin C und die ja speziell mit diesem Serum. Also Mixing, ne? Fresh Mix, Tuchmaske. Nach wie vor ein Favorit. Also ich bin nach wie vor Garnier-Fan. Aber nichtsdestotrotz probiert man, man ist ja irgendwie auch anfällig. Ne? Man probiert auch neue Sachen aus. Die Firma Balea, das ist ja nun die Hausmarke von DM, die haben ganz, die hatte ich jetzt in Berlin probiert, als ich da oben war. Diese Tuchmaske Happy Macarons, einmal mit Blaubeerextrakt und einmal mit Erdbeerextrakt, die waren gut. Also das Tuch war auch gut. Die haben mir ganz gut gefallen. Das ist auch eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Also von denen war ich ganz angetan. Und jetzt kommen wir zu der Firma Isana. Das ist ja, diese Produkte gibt es bei Rossmann. Und da habe ich jetzt gleich mehrere Sachen, die ich euch zeigen möchte, die mir nicht gefallen haben. Einmal ist es auch eine Limited Edition, das ist eine Tuchmaske, Berlin nennt die sich, inspiriert wahrscheinlich durch die Fashion Week, keine Ahnung. Intensive Hyaluronsäure, also Pflege wird versprochen. Ich habe schon mal die Krise gekriegt, als ich das Teil aufgemacht habe und das Tuch rausnahm. Dieses Tuch hat sich so, das hat sich nicht gut angefühlt. Und ich habe in irgendeinem Maskenvideo mal erwähnt, dass es eben auch auf diese Qualität des Tuchs ankommt, ob das eine Bioqualität ist. Also ich hatte das Gefühl, ich gebe mir da so ein Schleifpapier aufs Gesicht. Also es war, ich habe es auch nach 5 Minuten schon wieder abgenommen und kostet auch nur 1 Euro. Aber wenn man sich ständig irgendwelche Masken kauft, die nur 1 Euro kosten, läppert sich das auch zusammen. Deswegen ist es ja gut, dass ihr solche Videos schaut und wenn ihr dem YouTuber glaubt, also ihm vertraut, das ist gut, das ist schlecht. Es ist immer ein persönliches Empfinden und deswegen machen wir das ja. Also von denen war ich nicht begeistert. Und dann, ich meine, ist ja meine eigene Schuld, warum kaufe ich sowas? Von Isana, das sind auch, sind das neue, auch Limited Editions, also neue Produkte. Das sind solche Peeling-Off-Masken mit so einem glänzenden, so Metallic-Effekt. Einmal ist das irgendwie so eine Drachenfruchtextrakt und Kiwi-Extrakt. Also die ist noch zu, das sind jeweils 2 Stück. Und hier habe ich eine benutzt und beim Auftragen habe ich schon gedacht, oha. Die hatte so einen intensiven, unangenehmen Geruch, als würde ich mir, ihr kennt das wahrscheinlich von der Haarfarbe auch. Also sehr chemisch hat das gerochen und dann hatte ich das Teil drauf und die soll man wieder abziehen können und es wird ein porentief reines, ausgeglichenes, tolles Hautbild versprochen. Ich hatte schon das Gefühl beim Auftragen, also als sie drauf lag, hoffentlich habe ich jetzt keine roten Flecken oder wird sich meine Haut derart irritieren. War nicht der Fall. Ich habe jetzt auch keine großartige Reinigung, porentiefe Reinigung feststellen können. Man hat ja doch in der C-Zone, also hier Kinn, Nase, Stirn ist es ja meistens so ein bisschen, sind die Poren geweitet und fühlen sich eben gerne mit Talg. Also möchte ich nicht weiterempfehlen. Ich werde die auch wegschmeißen. Das nächste Ding, und dann hier, Firma Shebens. Ich bin eigentlich von Shebens begeistert, was die Augenmaske und Lippenmaske betrifft. Das war so eine mit Aha-Säure, Fruchtsäure, Erdbeerpeeling-Maske. Die war auch nicht so meins. Ist nicht unbedingt für eine empfindliche Haut geeignet. Frauen, die eine etwas dickere Haut haben, öligere Haut, kann ich mir das durchaus vorstellen, für mich war sie nichts. So, und dann der Hype um dieses Teil. Ich hatte das auch auf Instagram gepostet, da bin ich angefixt worden. Ich bin ja auch manipulierbar. Und zwar von einer anderen YouTuberin, die hat diese Ampullen sehr, also ganz toll, hat sie das erklärt, beschrieben. Das ist auch von der Firma Isana eine Verwöhn-Hyaluronsäure-Ampulle Limited Edition mit Mandelöl und dann diese Kalpariane, das ist so eine bretonische Alge. Kostet 69 Cent. So, was ist mit dem Ding? Eigentlich nichts. Sie ist, ich kann jetzt nicht sagen, sie ist so, aber wie ihr so schön auf Instagram auch geschrieben habt, also Wunder bewirkt sie nicht. Man ist ja dann so angefixt und denkt, wow, meine Güte. Ich habe sie nachts benutzt, also 3 Nächte habe ich jetzt nachts probiert. Es ist sehr viel Inhalt, also eigentlich kann man die 2-mal benutzen, also morgens und abends.
Es ist eine Pflege. Man hat ein gepflegtes, schönes, angenehmes Hautgefühl. Ist auch nichts passiert, irgendwelche Irritationen. Aber ich kann den Hype nicht ganz nachvollziehen mit dieser Ampulle. Also sie ist nicht schlecht, sie ist aber jetzt auch nicht himmelhoch jauchzen, wo ich sage, wow, die müsst ihr unbedingt haben. Ihr könnt sie benutzen. Ihr habt mir teilweise auf Instagram schon geschrieben, ja, ich habe die benutzt, war okay, bin zufrieden, bin happy. Na, es gibt auch Produkte, die so durchlaufen, die okay sind. Also wenn es die Edition nicht mehr gibt, bin ich jetzt nicht unbedingt traurig. Also mein Favorit wird sie auf keinen Fall. Aber dieser Nagellack, den anderen, das ist diese Farbe, das ist so ein Bambus und das ist ein Nama Grey heißt das. Die habe ich auch drauf heute. Von der Firma Sally Hansen. Jetzt nicht, die man in zwei Schichten auf den ganz normaler Nagellack kostet um die 10 Euro mit Arganöl, ist sehr pflegend. Ich bin von diesen beiden Farben begeistert. Dann der Preis, die Firma, nee Quatsch, bei DM war das. Ich weiß nicht, ob das bei jedem DM so ist, aber die hatten letzte Woche 50% für Sally Hansen so Preisnachlass. Also habe ich die praktisch für die Hälfte bekommen und habe gedacht, okay, ich probiere die aus. Die kannte ich nämlich noch nicht. Mit diesem Arganöl verhält sich das so, also es ist ein pflegender Nagellack. Beim ersten Mal dachte ich mir, oh, das sieht aber schlierig aus. Ich habe auch keinen Unterlack benutzt. Und nach zweimal Auftragen sieht das so aus. Schön, deckt wunderbar ab. Und ich habe diese grünliche Farbe. Die hatte ich jetzt 3 Tage drauf und wenn ich jetzt kein Video gemacht hätte, hätte ich sie auch nicht abgemacht. Und ich habe sogar gestern damit Gartenarbeit gemacht. Zwar mit Handschuhen, aber trotzdem ne, Gartenarbeit und eben Haushalt und Abwasch etc. Und ich war wirklich begeistert. Die Farbe hielt, war alles in Ordnung. Hat sogar noch ein bisschen geglänzt, obwohl auch kein Überlack drüber ist. Also Sally Hansen wird jetzt neben Essie-Lacke, von denen bin ich auch sehr begeistert, sind das jetzt so 2 Favoritenlacke. Die kosten jeweils um die 10 Euro. Mit den Essence-Lacken bin ich auch nicht so happy. Die hatte ich im Anfang des Jahres und letztes Jahr ganz viele Farben mir gekauft, ausprobiert. Die halten bei mir im Schnitt 1-2 Tage. Und bei den dunkleren Lacken habe ich festgestellt, dass das so ein bisschen der Nagel verfärbt ist. Hier hatte ich, wie gesagt, auch keinen Unterlack und der Nagel war nicht verfärbt. So. Ja, das ist jetzt mein Fazit. Ein Video über Masken, die ich nicht mehr kaufen würde. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Ihr seid ja auch ganz auf Zack. Ich habe so einige Zuschauerinnen, die mir auch auf Instagram folgen und die mir geschrieben haben, Petra zum Beispiel, und ja, ich habe die probiert, habe die mir auch gleich gekauft, weil man wird ja so angesteckt. Gerade auf Instagram, da geht das ja mit diesen Stories, die sind ja so einen Tag dann drauf. Und wenn dann jemand was postet, wow, das ist toll, und guckt mal hier und guckt mal da. Man ist ja Frau und denkt, wow, ich will mir auch was Gutes tun. Mensch, 69 Cent, das probiere ich jetzt aus. Und dann hat man diese Erwartungen. Und naja, und wir geben euch dann wiederum weiter, ja, sind jetzt die Erwartungen erfüllt worden oder nicht? Also nochmal, sie ist jetzt nicht ein absolutes No-Go, aber sie ist jetzt auch nicht ein Must-Have unbedingt, dass ich jetzt sage, bitte kauft sie euch. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und nochmal für die Zuschauerinnen, die neu auf meinem Kanal sind, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo da lasst. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Habt einen wundervollen Tag und bis bald. Ciao.